Hi und herzlich willkommen bei Moody Frog. So, für unsere Haube brauchen wir jetzt ja zuallererst mal die Maße unserer Nähmaschine. Also müssen wir jetzt einmal die Breite messen und da dürfen wir auch hier das Rad nicht vergessen. Also alles, was übersteht an der Seite, das wird dann mit gemessen. Und meine Nähmaschine wäre jetzt ungefähr 43 cm breit. Jetzt müssen wir dann noch die Höhe ermitteln und da müssen wir auch darauf achten, dass wir alles, was übersteht, wird dann auch mitgemessen. Meine Nähmaschine wäre dann 30 cm ungefähr hoch und die Breite, also diese Breite hier müssen wir auch messen und da müssen wir auch darauf achten, alles, was übersteht, wird mitgemessen. Und in der Tiefe ist meine Nähmaschine 19 cm. So, für meine Nähmaschinenhaube habe ich mir jetzt meine Stoffe zugeschnitten, nachdem ich meine Nähmaschine ausgemessen habe. Und zwar ist das hier das Hauptteil, also die beiden Seitenteile habe ich gemessen. Und hier oben wäre dann die obere Kante von der Nähmaschine. Also so würde dann später der Stoff auf der Nähmaschine liegen. Und für die Seitenteile habe ich mir jetzt dann diesen Stoff überlegt. Also hier kommen dann rechts und links die beiden Seitenteile noch, werden hier angenäht. Und ich mache mir jetzt, das ist aber optional, das kann jeder machen, wie er möchte. Ich mache mir noch eine Tasche dann hier ran mit zwei oder drei Fächern. Also drei Fächer, ich mache zwei Nähte, damit ich hier dann eine Schere oder was auch immer mir reinstecken kann. Aber das muss man nicht. Das ist optional. Wenn einer nur eine einfache Haube möchte, dann näht er die einfach nicht mit. Also zuallererst bügele ich jetzt hier einmal auf die Stoffe das Vlies auf. Ich habe das Vlies S320. Das ist ein ziemlich festes Vlies. Also da müsst ihr gucken, welches Vlies ihr dann nehmt, wie fest ihr eure Haube dann haben möchtet, also wie viel Standfähigkeit sie haben soll. Ich bügel mir das jetzt eben auf und dann bin ich gleich wieder da. So, ich habe jetzt unter meinen Stoff auf die nicht so schöne Seite meinen Vlies aufgebügelt. Das habe ich auch bei den beiden Seitenteilen gemacht. Und ich möchte ja jetzt an meiner Haube gerne noch so eine kleine Tasche dann haben. Also habe ich mir ein Stück Stoff ausgeschnitten und zwar in der Breite von meiner Nähmaschine auch von dem Stoff. Und meine Tasche wollte ich gerne so 15 cm hoch haben. Das könnt ihr machen, wie ihr das dann gerne möchtet an eurer Haube, wenn ihr das überhaupt haben wollt. Und jetzt nähe ich einmal hier an der oberen Kante, an der gefalteten Kante einmal entlang. Das mache ich mal eben und dann bin ich gleich wieder da. So, ich habe mir jetzt hier oben die obere Kante einmal genäht. Ich lege mir den Stoff jetzt hier auf und stecke ihn mir einmal ganz grob hier fest. So, und jetzt nähe ich mir so viele Taschen, wie ich haben möchte oder wie breit, wie schmal, nähe ich mir einmal, steppe ich mir das jetzt hier einmal gerade ab. Also ich mache mir drei kleine Täschchen, also steppe ich mir das zweimal ab. Das mache ich mal eben. Und dann bin ich gleich wieder da. So, meine Tasche habe ich hier jetzt aufgenäht. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe es nicht vernünftig abgemessen. Jetzt ist meine Tasche ein bisschen schief. Aber das macht ja nichts. Also, wenn ihr die Tasche aufnäht, müsstet ihr das einmal vernünftig abmessen. So, und jetzt kommen wir schon dazu, uns die Haube zusammenzunähen. Und zwar legen wir uns sie quer vor uns hin. So, dann legen wir hier schöne Seite auf schöne Seite. Da ich jetzt hier einen Unistoff habe, muss ich auch nicht hier auf irgendwelches Muster achten und lege mir jetzt schöne Seite auf schöne Seite. Ich klammer mir das hier einmal fest. So, und jetzt drehen wir uns den Stoff einmal nach oben. Sodass wir hier dann den Stoff hier auf der Kante liegen haben. Stecke ich mir ihn auch noch einmal kurz eben fest. So, und jetzt drehen wir uns
das Seitenteil einmal nach oben und legen uns hier den Stoff hier oben dann einmal weiterhin an und stecken da uns das hier dann auch weiterhin fest. So, und dann drehen wir das hier einfach weiter und legen hier den Stoff dann einmal hier bis zum Ende an. So stecke ich das jetzt bis zum Schluss einmal mir zusammen. So, ich habe mir das jetzt hier bis zum Ende zusammengesteckt. Das Ganze sieht dann so aus. Und jetzt müssen wir die beiden Stoffe einmal rundherum zusammennähen. Das mache ich von dieser Seite. Da müssen wir hier nur in der Kurve ein bisschen aufpassen. Und hier genauso. Also ich nähe jetzt die beiden Teile zusammen. Ich habe hier ja 1 cm Nahtzugabe. Also nähe ich auch 1 cm. Das mache ich mal eben und dann bin ich gleich wieder da. So, ich habe jetzt das eine Seitenteil von der Haube angenäht. Also jetzt sieht das Ganze dann schon mal so aus und auch von innen. Und jetzt stecken wir uns auf der anderen Seite das andere Seitenteil auch fest. Genau nach dem gleichen Prinzip wie eben. Also wir legen hier schöne Seite auf schöne Seite und stecken uns den Stoff dann jetzt einmal fest. Und hier machen wir das genauso wie auf der anderen Seite. Wir stecken so ziemlich bis zum Ende uns hier einmal die Stoffe zusammen. So, und jetzt stecken wir uns das hier in der Rundung dann auch wieder fest. Und auch hier stecken wir uns wieder dann eine Nadel rein. Und so stecken wir uns jetzt das Seitenteil einmal an die komplette Haube. Das mache ich eben, dann bin ich gleich wieder da. So, ich habe hier jetzt auch das komplette Seitenteil einmal festgesteckt. Und jetzt nähen wir wieder, ich habe wieder 1 cm Nahtzugabe, also nähe ich 1 cm Nahtzugabe die beiden Stoffe zusammen. Das mache ich eben und dann bin ich gleich wieder da. So, ich bin jetzt fertig mit Nähen und hier oben schneide ich jetzt die Kante einmal ganz kurz nur hier ein, also die Spitze einmal so ein bisschen ab. So, und jetzt kann ich die Haube einmal schon wenden. Hier oben haben wir jetzt auch eine richtig schöne Ecke. So sieht das dann aus. Hier ist das Seitenteil, hier oben ist die obere Kante. Hier ist meine Seite, wo ich jetzt hier die Taschen habe. So ist meine Haube für die Nähmaschine ist jetzt eigentlich fertig. Ich schlage hier unten jetzt einmal den Stoff nach oben, damit ich eine schöne Kante habe. Steck mir das rundherum fest und dann nähe ich das noch. Aber vorher messe ich jetzt noch an der Nähmaschine ab, ob die Höhe jetzt auch so passt. So, ich habe jetzt hier den Stoff einmal umgeschlagen, 1,5 cm. Und den Saum nähe ich jetzt hier einmal fest und dann bin ich gleich wieder da. So, meine
Nähmaschinenhaube ist jetzt fertig. Von innen sieht das Ganze dann so aus. Und von außen, wenn man es hinstellt, ich hoffe, man kann das alles sehen, sieht es dann so aus. Hier sind die Seitenteile. Hier könnte man, wenn man möchte, sich auch noch eine Tasche aufsetzen. Hier oben könnte man, wenn man will, sich noch einen Henkel annähen. Ich habe hier vorne mir einmal diese drei Taschen angenäht. Da kann ich mir hier was reinstecken. Aber das ist wie gesagt optional. Der Wunsch war ja eine einfache Haube für die Nähmaschine. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, wie schnell und einfach man sich eine Haube für die Nähmaschine nähen kann. Wenn So. euch mein Video gefallen hat, abonniert doch meinen Kanal, drückt den Daumen nach oben und wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet von mir, drückt einfach die Glocke und ja, jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß beim Nachnähen.